Willkommen zu einer weiteren Folge von Fußballmanager 21 mit der Karriere bei Rot-Weiß Essen. So, es geht in den letzten Monat der Saison, also im Juli, den machen wir jetzt komplett zu Ende. Und dann geht es am Montag weiter mit der neuen Saison. Nicht bis später. Ich laber Backe. Ja, machen wir jetzt weiter. Okay, weiter geht's. So. Stadionumfeld. So, mal gucken, was passiert. Ach, 6 neue Nachrichten. Neue Ablöseforderungen. Höchster Formgewinn. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Zeisinger hat sein Trainingsziel erreicht. Trainingsziel. So, mein Freund, weiter geht's. So, weiter geht's. So, jetzt kriegen die Fußball-Europameisterschaft Deutschland 2024. Deutschland hat 4:2 gewonnen. Okay. Gegen. Achso, die haben schon zwei Spiele gemacht. Okay. Einfach so machen. So ist das. So, weiter geht's. Deutschland hat gewonnen, glaube ich. Ja. Drei Spiele, drei Siege. Nicht schlecht, Herr Spech. So, gegen wen muss Deutschland spielen? Erste Gruppe, was bist du jetzt? A, B, C, D. Erste Gruppe D. Gruppe D gegen zweite Gruppe F. Gegen Spanien spielen die. Okay, dann gucken wir mal. Deutschland gegen Spanien. Gut, weiter geht's. Ja, da sind wir noch lange nicht mit bei. Das dauert noch gefühlte Jahrzehnte sozusagen. Dann gucken wir mal. Jugendspieler erreichen Trainingsziel, das ist immer gut. Neue Idee für Fanartikel, das ist auch gut. Spieler kennen den Urlaub. Matsumura ist wieder fit, das ist schön für ihn. Kann er sich hier freuen, der Junge. Weiter geht's. Autosave wird durchgeführt. Immer weiter, weiter, weiter. Oh, Deutschland hat gegen Spanien gewonnen. 2:1. Und muss jetzt gegen Wales spielen. Nun ja. Halbfinale Deutschland gegen England. Haben auch gegen 1:2 gegen Wales gewonnen. Okay. Ja. Ah, die potenziellen Stars von morgen und übermorgen. Dann gucken wir mal, was haben wir denn da? Oh, 18 Jahre alt. Linkes Mittelfeld von SSC Neapel. Ob ich den kriege, bin ich mir gespannt. Vertragsverhandlungen. Ins Blickfeld nehmen. Leider müsste ich erst wieder Kohlen machen. Zentrales Mittelfeld, ja. Ins Blickfeld nehmen. Paris, Athen auf Wiedersehen. HS brauchen wir nicht.
Thorleifsson. Nein. Thorleifsson. Also, das spielt ja bei mir. Unmöglich. Ins Blickfeld nehmen. Menü. Ne. Jo, die haben wir erstmal ins Blickfeld genommen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir Kohlen reinkriegen. Jugendspieler-Trainingsziel, das ist gut. Jugendspieler schmeißt Spieler raus. Ihr Hutenpupen. Finanzstatus. Budget ändern. Ja, mal gucken, ob ich die kriege. Ich glaube es zwar nicht, aber versuchen kann man es mal. Versuchen mal klug oder so. So, haben wir den von Neapel. Hat kein Interesse mit mir zu reden. Pöllermann. Hat kein Interesse mit mir zu labern. Palette. Ja, den könnte ich anbieten. Da bin ich mal gespannt. Aktuelle Saison. 3 Jahre. Ja, der kommt auf jeden Fall. Da kannst du für, mein Freund. 815.000. 800.000. Dann kann ich noch einen zentralen Mittelfeldspieler vertickern. Sehr gut. Mal gucken, ob er kommt. Ich bin gespannt. Wenn er nämlich kommt, dann kann ich mich einen direkt vertickern. Einen zentralen Mittelfeldspieler oder meinen zentralen Mittelfeldspieler, wie auch immer. So, die beiden wollen nicht kommen. Vielleicht nächste Saison. Mal gucken. Ich glaube es zwar nicht, aber versuch mal klug. Man muss ja jede Möglichkeit kriegen, nutzen können oder versuchen zu nutzen, dass wir. Ach, das ist mir egal, Copa America. Ja, England hat gegen Deutschland 0:2 gewonnen und spielen jetzt im Finale gegen Belgien. Naja, mal gucken. So, Brasilien. Argentinien, Brasilien 0:1. Kolumbien gegen Kanada 3:1. Naja. So läuft das. So, 4 neue Nachrichten. Endgültiges Lizenzergebnis, denkst du? Ah, Paulette bleibt bei seinem Verein. Wuppe! Also wirklich. Das geht ja nun ja nicht. Gut, müssen wir nächste Saison mal besuchen. Schade, schade, schade. War natürlich ein Schnäppchen gewesen in dem Sinne. Na, mal gucken. So, können wir noch was hier mit der Familie machen? Zeit mit Börder verbringen, na klar. Gehen wir eine Runde tanzen. Let's dance. So. Weiter geht's. England ist Europameister geworden. Die Inselaffen. Naja, wir wollen keinen beleidigen. Alles gut. So, Brasilien ist Copa America Gewinner. Oder Sieger. Ja. England Fußball Europameister ist ja schön für euch.
Rotation, sie lagen immer richtig. Natürlich lag ich richtig, mein Freund. Ich verspreche nicht, dass ich dich halten kann. Ja. Neue Jugend wieder entdeckt. Ja, natürlich. Nehmen wir mal. Gucken wir mal. Gucken, was das für ein Typ ist. Ein Stern, naja. Standard. Gut. Weg damit. Für Staffmassistenten interessiert mich nicht. Jugendspieler, ich trainiere sie schön für euch. Nicht Abstiegsprämie werden gezahlt. Was hat der 3300? Disziplin verändert, Rotation. Sie lagen richtig. Angebot für Trikotnamen. Tribünennamen, müssen wir mal gucken. Oh, wo war das Sponsoring? So, wer will denn hier was haben? Angebote, Ecke 2. $23.000 für 5 Jahre. Ja, ist die Ecke denn? Steht das hier irgendwo? Ich sehe das so schlecht. Heinz von Heiden. Laufzeit sinken, Summe erhöhen. 25.000. Schön für euch, sehr gut. Und weiter geht's. So, ja, machen wir jetzt bis Sonntag und dann geht's nächste Woche Montag, den 31. wieder los. So, weiter geht's. Stadionkontrolle. Ja, ihr Hupenpupen. Also wirklich. So, jetzt müssen wir mal gucken, welches. So. Gucken wir jetzt zu mir. Hat auch keinen Bock mit mir zu reden. Mal gucken, ob der von SSC Neapel zu mir wollen. Mittlerweile. Kein Interesse mit mir zu labern. Du Spacken, ey. Naja, klar. Bin Zweitligist, da wird's ja erwarten. Ich bin erste Liga, glaube ich, Neapel. Die Interesse des Fort. So ist er dem. Kann man nichts machen. Gut. Wo sind wir jetzt? Was haben wir jetzt für einen Tag? Ja, nicht das wüsste. Kalender. Ah, wir sind am 30. Okay, dann war es das für heute. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, um die Saison abzuschließen und die neue Saison zu beginnen. Bis Montag dann. Ciao, ciao.